mein Name ist Steven. Herzlich willkommen zu Toys and Collectibles, dem Newsformat hier auf Heo Entertainment. Kirby ist der Protagonist der gleichnamigen Jump'n'Run-Spieleserie von Nintendo. 1992 wurde die kleine rosa Kugel das erste Mal auf ein Abenteuer geschickt. Die 24 cm hohe Statue zeigt ihn jubelnd vor dem Zieltor. Zum Marvel-Blockbuster Avengers Endgame kommt diese super niedliche Figur aus der Mini-Egg-Attack-Serie von Beast Kingdom. Zu sehen sind Korg und Thor, die beiden sitzen im Pyjama gemütlich auf der Couch und zocken mit dem Controller in der Hand. Die Stimme von Korg, Taika Waititi, führt Regie beim neuen Thor-Film Love and Thunder, der 2022 in die Kinos kommen soll. Von Good Smile Company kommt zur klassischen Manga-Serie Captain Tsubasa die Pop-Up-Parade-Figur vom Captain himself. Er trägt das Trikot der Fußballmannschaft, in der er zu Anfang der Story mitspielt. Eine wirklich coole Statue aus dem Star Wars-Universum. Es handelt sich hier um den finsteren General Grievous in einer handbemalten Limited Edition. Der Cyborg-General steht auf einem Stahlträger und hat seine 1, 2, 3, 4 Lichtschwerter gezückt. Seinen majestätischen Umhang trägt er über den Schultern, er kann ihn aber bei Bedarf ablegen. Der Kämpfer aus Mortal Kombat kommt als Teil der Artscale-Line von Iron Studios. In dieser limitierten Edition steht Scorpion auf einer mit Schädel und Knochen bedeckten Base. Um Sub-Zero zu verhöhnen, trägt er sein klassisches gelbes Outfit mit Maske und Kapuze im Ninja-Style. Auch der Erzfeind von Scorpion, Sub-Zero, hat seinen Auftritt in der Artscale-Line von Iron Studios. Seine detailreiche Base ist mit Schädeln und Eis dekoriert. In seiner Linken hält er die Überreste seines Gegners, mit seiner Rechten macht er sich für die Eisattacke bereit. In dieser Limited Edition steht er zum Kampf bereit. Megahouse bietet uns mit dem Charakter Rengoku zu Demon Slayer eine detailgetreue Statue. Sein Titel Feuersäule zeigt uns, dass er zu den 9 mächtigsten Schwertkämpfern der Demon Slayer Truppe gehört. Passend dazu ist der Boden zu seinen Füßen in leuchtende Flammen gehüllt. Mondo präsentiert uns Hordak, den bösen Anführer der Horde. Er kommt mit schwarz-roter Rüstung und einem unglaublich grimmigen Gesichtsausdruck. Mit dabei hat er seine Armbrust, seinen Stab, ein abnehmbares Cape und Wechselhände. Die 1:6 Figur ist eine Erweiterung zu den bereits erschienenen Charakteren sowie He-Man, Skeletor, Merman oder Man-at-Arms und Mondo bleibt hier ihren hohen Standards treu. Basierend auf der klassischen 80er Jahre Teenage Mutant Ninja Turtles Cartoon-Serie bringt NECA dieses gruselig krabbelnde Duo. Anthrax kommt mit vielen Wechselhänden und jeder Menge Zubehör. Scumbag, der schreckliche Hybrid aus Kakerlake und Mensch, kommt mit Gaspistole, Netzwerfer und vielem mehr. Beide sind treue Diener von Krang und Shredder und somit erbitterte Feinde der 4 Schildkröten. Der mächtige Zauberer aus Peter Jacksons Der Herr der Ringe kommt jetzt als Mini-Epix-Figur von Weta Workshop. In der rechten hält er seinen Zauberstab, mit der linken zieht er unverkennbar an seiner Pfeife. Sein Umhang weht dynamisch im Wind und schmiegt sich an sein Schwert Glandrim. Eine unglaublich detailreiche Statue wird uns hier von Weta Workshop präsentiert. Lara Croft kämpft mit Pistolen bewaffnet gegen 2 Raptoren. Mit einem gesprungenen Tritt trifft sie einen der lebensechten Saurier. Ein Must-Have für alle Tomb Raider-Fans. Alle Artikel findet ihr beim Händler eures Vertrauens. Für mehr Informationen schaut in die Beschreibung oder geht direkt auf heo.com. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.